Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinen ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo, hier ist Bettina. Herzlich willkommen zu deiner Yin-Chin-Jitsu-Podcast-Zeit. Neben den neuen Folgen, die ich immer für euch aufnehme, haben wir beschlossen, jetzt auch regelmäßig eure Lieblingsaufzeichnungen, eure Lieblingsfolgen auszuspielen. Danach habt ihr ein großes Bedürfnis und dem kommen wir von Herzen gerne nach. Die Folgen liegen schon länger zurück und es ist vielleicht, naja, für die Neuen sowieso super interessant, was eure Lieblingsfolgen sind. Und für diejenigen von euch, die vielleicht vor einem Jahr oder noch länger schon einmal gehört haben, ist das ja mega spannend zu gucken, wie hat sich mein Leben verändert, wie schaue ich jetzt auf dieses Thema. Also die Neuen sind herzlich eingeladen, diese tollen Folgen zu genießen und die schon länger dabei sind, nehmt euch in Ruhe Zeit, einmal zu reflektieren, wie ist das heute mit dir und deinem Yin-Chin-Jitsu, wenn du dran geblieben bist, was hat sich alles verändert. Viel Spaß dabei wünsche ich euch von ganzem Herzen und es ist mir eine Freude, euch weiterhin so intensiv begleiten zu können. Heute ist es mir eine ganz besondere Freude, mit euch eine Meditation zu erleben, eine Yin-Chin-Jitsu-Meditation geführt und angeleitet von mir. Und es geht heute um das Thema Urvertrauen. Und ich lade dich ein, dich zurückzulehnen, dir eine bequeme Position zu suchen, dich vielleicht in dein Bett zu kuscheln. Natürlich nicht, wenn du diesen Podcast jetzt gerade beim Autofahren hörst, dann spul eine Folge zurück und dann schenk dir diese Folge heute Abend, wenn du wieder zu Hause bist. Wenn du eine gute Position gefunden hast, dann lade ich dich ein, ein paar ganz bewusste Atemzüge zu nehmen, dich nochmal zu vergewissern, dass für die nächsten 10 Minuten du nicht gestört wirst, dass das Telefon auf lautlos geschaltet ist und niemand dich in dieser Entspannungsmeditation stört. Wenn es sich für dich gut und richtig anfühlt, dann schließe die Augen und atme noch einmal ganz bewusst aus. Und dann nimm deine linke Hand und umfasse deinen rechten Daumen. Mit der ganzen linken Hand umfasst du deinen rechten Daumen. Vom Ende hin, von der Spitze bis zur Daumenwurzel, wird dein Daumen ummantelt. Ohne großen Druck, aber doch mit einer gewissen Festigkeit, sodass du das spürst, dass die linke Hand deinen rechten Daumen hält. Und während du diesen Daumen hältst, leite ich dich durch all die Informationen, durch all die Weisheiten, die in unser allen Daumen wohnen. Mit dieser Weisheit werden wir geboren. Deswegen beruhigen sich Embryos schon vor der Geburt im Mutterleib. Wenn draußen sehr viel Unruhe ist, dann nehmen sie ihren Daumen und stecken ihn sich in den Mund, um sich zu beruhigen. Und so ist das jetzt eine Einladung an dich. Halte deinen Daumen und spüre, wie du dich beruhigst. Wie dein Atem ruhiger wird. Wie deine Schultern bei der nächsten Ausatmung sich lösen und sich senken. Wie du schwerer wirst.
und es einfach genießt, deinen Daumen zu halten. Dein Daumen steht für ganz viel Sicherheit, die du dir jederzeit selbst geben kannst. Du bist sicher in dir. Fühl das einmal, wie sich das anfühlt, wenn du das hörst. Ich bin sicher in mir. Ich bin beschützt. Da ist etwas, was größer ist als ich und was mich beschützt. Wenn ich meinen Daumen halte, spüre ich diesen Schutz, der mich umhüllt, der eine natürliche Grenze darstellt zwischen Energie und Materie. Und ich brauche diesen Schutz, um bei mir zu sein, um mich zu fühlen, um mich in mir wohl zu fühlen. Dieser Schutz, der mich umhüllt, wird auf der körperlichen Ebene durch meine Hautoberfläche dargestellt. Meine Hautoberfläche, die mich komplett umhüllt, die dafür sorgt, dass ich eine Form habe. Dass ich mich nicht verliere. Dass es eine Grenze gibt zwischen mir und den anderen. Zwischen mir und der Welt. Also spüre ich das einmal ganz bewusst, wie diese Hautoberfläche mich umhüllt, wie sie mich schützt, wie sie mich auch versorgt und wie eine natürliche Grenze sich jetzt in diesem Moment anfühlt. Diese Grenze ist sicher. Niemand hat das Recht, diese Grenze zu missachten. Sie ist heil. Und wenn sie vielleicht in meinem Leben einmal irritiert war oder überschritten wurde, eine Grenze, dann kann ich jetzt in diesem Moment, in dem ich meinen Daumen halte, Grenzübergriffe oder Grenzüberschreitungen nachheilen lassen. Was geschehen ist, ist geschehen, aber jetzt, in diesem Moment, hast du die Möglichkeit, deine Grenzen zu heilen. Von innen heraus mit dem Halten des Daumens wirst du wieder heil. Können diese alten Verletzungen ziehen. So wie eine Wunde von innen heraus heilt. Und irgendwann siehst du nicht mal mehr eine Narbe. Und dann bist du wieder bei dir, unverletzt und sicher. Dann spürst du dich wieder, spürst du deine Grenzen. Dann spürst du dein Fundament, dann spürst du das unglaubliche Urvertrauen, was der Daumen dir schenkt. Diese Möglichkeit, wenn ich mich sorge, kann ich mich sofort ausbalancieren, indem ich meinen Daumen halte. Sorgen müssen sich nicht ansammeln,
Sorgen müssen mich nicht belasten, Sorgen müssen nicht bleiben. Ich halte sofort meinen Daumen und lasse sie los. Ich spüre meine unendliche Anbindung. Ich bin angebunden, ich bin versorgt, wie durch eine unsichtbare Nabelschnur, wie der Embryo schon vor der Geburt sich keine Sorgen macht, ob ausreichend Nährstoffe durch die Nabelschnur kommen. Nein, er ist in dieser Sicherheit, in diesem absoluten Urvertrauen, dass alles gut und richtig ist. Und in dieses Gefühl kannst du dich immer wieder bringen. Das kannst du immer wieder erleben, jeden Tag. Immer dann, wenn du dir die Zeit nimmst, liebevoll deinen Daumen zu halten. Dann ist es da wieder. Dieses sichere Gefühl aus dir heraus. Dann spürst du diesen großen Schutzschild, der sich um dich legt, der dich versorgt und der dir immer im richtigen Moment das Richtige zur Verfügung stellt, der dich wachsen lässt, obwohl du eine Umhüllung hast. Die gute Nachricht, die Hülle wächst mit dir. Du darfst wachsen und gedeihen. Du darfst dich entwickeln. Und alles aus dieser tiefen Sicherheit heraus, dass alles gut ist, dass du in Ordnung bist, dass du sicher bist, dass dieses Urvertrauen nicht beschädigt ist, dass alles, was kommt, genau in der richtigen Dosierung, im richtigen Moment in dein Leben strömt. Dass du genährt bist. Dass deine Gefühle sich entwickeln dürfen. Dass du getragen und gehalten bist, früher von deinen Eltern, wenn du Glück hattest. Und jetzt, wo du erwachsen bist, kannst du dir dieses genährte, gehaltene, gestreichelte selbst schenken, indem du deinen Daumen hältst. Da entsteht die Fürsorge für dich. Ja, du kannst dich um dich kümmern. Du kannst dich versorgen. Du kannst dich halten. Du kannst dich nähren. Jederzeit. Du kannst die Süße des Lebens hereinlassen in dein Leben. Auch wenn es nicht mehr Zeit ist, an der Brust der Mutter die Muttermilch aufzunehmen, die so reichhaltig ist, die so wundervoll ist, und der Körperkontakt und der Geruch der Mutter, all das ist als Information in deinem Daumen. Und jetzt kannst du diese Süße, die einmal die Muttermilch war, jetzt ist es Zeit, die Süße des Lebens für dich zu nutzen. Was nährt dich? Was gibt dir Stabilität? Was gibt dir Sicherheit? All das, all die Antworten sind in dir. Nutze es und sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, jetzt und hier. Genieße dich, fühle dich und all das, indem du mit der linken Hand
deinen rechten Daumen hältst. Ich ziehe mich jetzt langsam zurück und lade dich ein, es immer wieder auszuprobieren, es in deinen Alltag zu integrieren, diese Fürsorge für dich zu übernehmen. Und wenn du magst, halte dich so lange, wie es sich gut und stimmig anfühlt. Du kannst dich nicht überdosieren. Du weißt genau, wann es Zeit ist, dich loszulassen. Es ist immer richtig. Ich lade dich ein, es auszuprobieren. Und wenn du es jetzt spürst, diese Wärme oder dieses Pulsieren in deinem Daumen, dann ist es deine Energie, die du spürst, die sich freut, dass du ihr endlich Aufmerksamkeit schenkst. Vielen Dank. Wenn du diesen Beitrag gerade bei Spotify hörst, bitte ich dich um deine Unterstützung. Wenn du einmal unten kurz in den Shownotes, wenn du die einmal anklickst, dort haben wir eine kleine Umfrage. Es geht ganz schnell, die Daten sind anonym und mit dieser kleinen Unterstützung deinerseits hilfst du uns, dass der Podcast weiter bestehen kann. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www.jsj-zentrum.online. Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinshin Jutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest. Musik.